Sie verletzt die persönliche Integrität. Sie ist darauf ausgerichtet, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, ihnen jeden Willen zu nehmen. Und sie ist in der Form her, von der Fesselung, von der Immobilisierung von der Person her, auch eine Gefahr fürs Leben. Und das sind Sachen, die wir in der Schweiz nie geglaubt hätten, dass das vor unserer Haustür zwischen Zürich und Winterthur oder, stattfindet, und zwar gehäuft stattfindet. Es sind 1200 Leute, die in den letzten 4 Jahren das erlebt haben.